Oh, das wird ein Baby, das wird ein Baby. Oh weia, Grit, das wird schwer ziehbar. Oh, hallo Beringer! Was? So eine kleine Mini-Drohne. Eine Drohne aus meiner Drohne und ihrer Drohne wird schwer erziehbar. Da weißt du, dass du ganze Arbeit leisten musst. Das ist gar kein Problem. Da hole ich mal kurz die Keule raus. Keule? Natürlich. Ich bekomme nur Timeout seit 10 Minuten? Wir sind drauf, liebe Miri, wir sind drauf. Ich stehe hier noch im Wohnzimmer. Ja, und der Jens ist auch da. Ja, ich auch. Na dann, gib Hallo mir Dani. Miri. Gib alles. Hallo Dani. Hallo Dani. Wieso habe ich noch so viel Zeug in meiner Tasche? Warum? Ich habe hier übrigens noch eine Schatzkarte. Ja, ja, Schatz suchen müssen wir auch noch. Von wie hieß er, Claude? Van Damme? Ich habe keine Ahnung. Jean-Claude Van Damme. Moin, Fenrir. Hallo, Fenrir. Was ist das denn hier überhaupt? Euer Untertitel ist gut. Liege bei fast 15.000 gerade. So viel haben wir denn doch noch nicht. Ach ja, mein Inventar ist ja voll. Wir wollten ja beim letzten Mal nicht mehr leer machen. Oh. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Seven Days to Die. Ja. Achso, ich war weggelaufen, Entschuldigung. Ja, aber das ist nicht schlimm. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Frau noch da ist. Ich bin hier. Ich bin hier. Sie steht doch bei dir. Ja. Ich bin hinter dir. Nicht in hier. Ja. Ich bin ja gerade da reingegangen. Ne? In der Hand. Was ist da wieder los? Ich mach mich mal leer. Ja, ich mein auch. Inventar. Nee, warte mal, Yuka, behalte ich. Ich möchte kein Knochenmesser haben. Ich habe jetzt ein schönes Schaufelchen. Da kann ich die andere ja... Ich habe im Übrigen ganz oft gelesen unter den Videos, ich brauche nur Copy and Paste machen, wenn es um die Bauerei geht. Das werde ich bei Gelegenheit tatsächlich machen und tun. Ja. So, habe ich 21 Meile. Ah, hier habe ich noch Muni. Habe ich eine Waffe? Nee, die Muni packe ich mal mit hier rein. Ich brauche ja nur die Schrotze. Die Eisenpfeile packe ich jetzt auch mal hier rein. Ich habe noch Steinpfeile. Und der Rest kann in die Küche. So. Oh. Achso, warte mal, ich wollte mal was gucken bei Teilen. Mit so viel Muni brauche ich ja hier nicht rumrennen. Das ist ja... Hallo Ron. Hallo Ron. So, wie kommt man denn jetzt hier? Einen wunderschönen guten Abend. Und einen wunderschönen guten Abend, liebe Julia. Liebe Julia, ich habe es gerade erwähnt. Ich habe mir deine Bordennacht angeguckt. Was ein Desaster, aber wirklich. Was hast du da nur gehört? War richtig spannend, muss ich sagen. War richtig spannend. Wo legen wir die denn jetzt hin? Ich schnapp mir mal. Warte mal, ich guck mal. Ist noch Sand für dich drin, für die Fenster? Ja, ist noch. Dann tue ich nämlich weiter Eisen einschmelzen. Was hast du für eine Schrotflinte, liebe Grit? Level 2. Okay, ich habe nämlich eine richtige Schrotze gefunden. Eine richtige. Und so Tannen wachsen. Welches Level? Ja. Einser. Achso, das ist aber die doppelläufige. Da passen 2 Schuss rein. Ja. Und in die Pumpgun passt sechs Schuss rein. 7? Irgendwie sowas. Also ein paar mehr. Nein, Desaster, ja, nimm das aber, Wort doch nicht so ernst, Mensch. Ach, du hattest ja schon mal geguckt, was du bauen kannst, ne? An Waffen. Da war ja noch nichts Gescheites dabei, oder? Nee, nicht wirklich. Habe ich hier schon alles reingetan? So. Oh. Warte mal. Wo haben wir Stoff hingetan? Bei Teile? Ja, tatsächlich. Ich sollte vielleicht hier auch nochmal drauf drücken. Eins. Oh. Ich habe schon wieder Durst. Wer hätte es gedacht? Was ist eigentlich hier drin? Holla, die Waldfee. Was ist denn hier? Ernsthaft? Wollen wir doch mal gucken, wessen Nasiste habe ich doch gewusst. Was? Wo? Und Na? Wie? Und warum? Und weshalb? Na gut. Hallo Guru. Hi Guru. Hallo Was Guru. Wieso 2? Also, bis jetzt hat nur eine die Einladung angenommen, da hast du richtig. Ich? Liebe Julia, deine Dings hat, deine Theorie hat einen Haken. Ich habe ja das mit dem Ehemann zusammen geguckt. Und, die Theorie hat einen Haken.
nicht da, wo das Schlechteste, wo am meisten, müssten die ja durch ein Dings gehen. Ich muss Dinge tun. Wodurch? Die Julia hat die Vermutung, dass die Zombies dadurch gehen, wo es am besten geht, wo wir am wenigsten Widerstand ist. Und die Theorie hat einen Haken, wenn sie einen Eingang hat. Ja. Dann müssten sie ja rein theoretisch durch den Eingang gehen. Mhm. Was ist jetzt hier eigentlich mit den Büchern? Ich habe keine Ahnung. Habe ich da reingeschaut? Mhm. Nein. Also ich habe alles gelesen. Sollen wir verkaufen, oder was? Ja. Wollen wir mal okay machen später? Hallo? Hä? Oh, warte mal. Das packe ich mal da rein. Das packe ich mal rein. Oh, ich bin rein. So bescheuert, ne? So, nein, falsch. Falsch an die falsche Stelle platziert. Was, warum denn? Ja, ich mach nur Mist heute. Sag doch sowas nicht. Ich mach heute nur Mist. Auf keinen Fall. So, warte mal, lass mich mal was. Ich muss mal was spionockeln. Also, wir brauchen für den Schwag 375 Tal. Also, da bin ich noch eine ganze Weile. Sorry, was brauchen wir? 300? Wie viel? 75 Tal. Stahl, ach, schon so viel? Schwag, ja. Barren? Bachen, Stahlbachen. Ja. Ist das fantastik oder nicht so? Das ist viel. Ah, diese Apokalypse ist aber auch wirklich ein Problem. Nicht ein Zombie ist hier. Nein, du wirst deine Drohne auch noch finden. Du musst Geduld haben, das ist leider unumgänglich. Leere Dose, wie brav. Wann haben wir denn überhaupt Händler-Reset? Haben wir noch nicht, ne? Ach so. Händler-Reset? Heute! Ja immer noch, wir müssen heute zum Händler, Den Compound-Bogen. Wir müssen gehen. Ist denn schon Zeit? 13 Uhr? Ja, dann fahrt doch. Ja. Ich muss hier leider erstmal ein bisschen... Manu hat sich das nämlich einfach gemacht. Wieso? Sie hat die Einlagerkiste benutzt. Ja, aber dafür natürlich. Bin ich noch da. Aber da müssen wir jetzt Kohle einstecken und so weiter und so fort, ne? Abo? Ja, ohne Geld, Geld regiert die Welt, ne? Ohne Moos nichts los und ja, so. Ja, genau. Geld. Ja. Wir haben auch noch eine Schatzkarte. Sollen wir die nicht mal plündern? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden! Auf jeden Fall. Oh, wir haben so viel Fleisch, Leute, ne? Ja, ich mach mal ein paar Schnitzel. Ist wirklich nicht mehr schön. Einfach so. Weil ich kann. Ist nicht mehr schön. Sag sowas nicht. Ist fantastisch. Ja. Ich schmeiß gleich mal ein paar Schnitzelchen an. Hä? Wieso ist die Schmiede schon wieder aus? Auch Hunger, sehe ich gerade. Einschalten sollte ich die was. Vielleicht auch mal. Das wäre eine Maßnahme, hä? Ach, Menno. Jetzt sollen wir nicht mal so eine Schreierin fangen oder sowas. Ich habe schon angemacht, die Schmelze mal. Nur damit du eine Schreierin kriegst. Ja. Ich hör's draußen. Ich die einsperren. Also nett irgendwas einsperren. Irgendwas habe ich gehört, Manu. Ich rede ihr auch gut zu. Ich bin nicht böse zu ihr. Hast du gehört? Die hat noch gehört. Ich möchte nur so ein bisschen kitzeln zwischendurch. Warte mal, ich mach mal noch ein paar Wildbret und dann koche ich noch ein paar Schnitzel. Und dann können wir gleich los. Ihr könnt ja schon mal losfahren und sagt, wo ich bin noch nicht fertig, es tut mir leid. Achso. Ich muss jetzt mal Manu ihr Zeug wegholen. Hast du letzte Woche nicht irgendwas vom Erdbohrer geschrieben? Nee, das war. War das Golem? Nee, das war das nicht Dings? Irgendwas war da mit dem Erdbohrer. Aber hatte das auch nicht geschrieben, so schnell geht oder sowas. Ich habe übrigens jede Menge Kohle bei, Grit. Ich habe ganz viel Geld bei. Wunderbar. Manu, wir können sofort los starten. Was brauchte ich noch? Ja, eben, deswegen möchte ich ja eine fangen, damit die mal endlich eine Horde, weil hier ist ja nichts wie es tote Hose. Tote Hose? Endlich hier ist tote Hose. Was ist denn da los, Manu? Warte ich mal, Manu, so geht das nicht. Kartoffeln brauche ich noch. Ich brauche noch Kartoffeln. Hier Ruhestätte zur schattigen Pinie. So kommen wir hier vor. Ruhestätte zur schattigen Pinie. Ich koche mal Dinge. Kartoffeln mit Steak brauche ich Pilze. Nee, aber ich mach mal.
Vielleicht sollte ich mal ein Bier trinken. So, ich glaube, ich habe jetzt alles ausgeräumt. Bücher mitnehmen. Ja, Bücher nehmen wir. Weil, guck doch mal in die Bücher und die restlichen Bücher nehmen wir jetzt mit. Was haltet ihr davon? Einmal reingucken, ich steck die alle ein. Ich darf kurz noch den Kochtopf anstellen, während wir auf Reisen gehen. Ihr schaut einmal in die Kiste und ich steck die alle ein. Was haltet ihr davon? Ja, ich hab doch schon wie alle hier Bücher. Wo denn? Da. So. Da brauchte ich keine Pilze tatsächlich. Gut, Nadel und Faden. Ich weigere mich, das zu lernen. Ich will das nicht. Lern das jetzt. Warum denn nicht, Manu? Tu es, tu Was es. Was kann ich denn da nähen? Lohnt sich das Spiel im Singleplayer? Frag mal Ron, André. Ron hat das am Anfang ohne Dings gespielt, ohne Zombies und hat dann irgendwann mal, als er sich dann auskannte, die Zombies angeschaltet. Und Dani, du hast gefragt, warum ich so viele Inventarplatz habe. Das ist eine Mod. Es ist die Backpack-Mod, die ist die einzige Mod, die wir haben, weil wir das satt hatten. Hast du reingeguckt, Grit? Nein. Dann guckst du mit rein. Weil wir es einfach satt hatten, dass wir ständig überladen waren und da halt ein Austausch mit diesen Damen recht schwierig sich gestaltet, habe ich dann irgendwann die Schnauze voll gehabt. Was soll das denn heißen? Die sind doch ganz unkompliziert. Also ich muss mal so eine Mod suchen. Mich nervt das voll, dass mein Knüppel brennt. Das habe ich noch nicht benutzen. Das haben wir sogar 6-mal. Warte mal. Dich nervt, dass dein Knüppel brennt? Dann nimm die doch. Was? Dann nimm doch die Mod raus. Benutzen. Ja, ich muss aber was anderes da reinmachen. Was ist das denn hier? Benutzen. Das sind viele, die ich noch nicht gelesen habe. Ja, dann gib mal Gas, ne? Benutzen. Verändern. Verändern. Benutzen. Bränderschaft weg. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Miri ist raus! Wie? Warum? Miri tut doch sowas nicht. Machen. Knüppel aus dem Sack. Was ist das hier? Nadel und Faden? Ich lern's, Manu. Ich bin tapfer. So. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich. Ja, hier diesen Eisenvorschlaghammer, das lerne ich nicht, weil das ist. Und Jagdgewehr auch nicht, das finden wir ständig. Und Bäumchen will ich nicht bauen, da habe ich Angst. So, Wunderbärchen. So, dann nehme ich die jetzt alle mit und dann verkaufen wir die. Vor allen Dingen die ich gelernt habe, die hatten wir meistens in 5, 6, 7, 8 fertiger Ausfertigung. Aber oh, da ist irgendwas rausgeflogen. Ja, das vielleicht mal kurz. Wer ist rausgeflogen? Wo? Ja, ich kann jetzt nicht. Bin gerade beim Bücher einpacken. Und alles, was ich nicht verkaufen kann... Manu, nein! Ja? Komm mal zu mir, bitte. Alles, was ich nicht verkaufen kann, kommt nachher in Droni rein. Komm mal. Wo bist du denn? Hier. Hallo, Rebecca! Mit einem leckeren Salat und Frikadellen und schönen Zombie-Stream. Das ist gut. Guck mal hier rein. Oh! Ja! Droni, ich hab auch eine. Ja. So. Wie muss ich die denn jetzt... Oh, endlich hab ich was zum Abschießen. Boah. Hier. Oh, guck mal da draußen. Guck mal da draußen. Da, Freunde. Geh weg, geh weg. Ich will auch. Och, jetzt hier. Guck mal. Hey, wie kann ich die denn abstellen? Auf den Boden. Ach, du Scheiße, so viele Muttis. Und die Schreier? Nee, die Spinne. Oh Gott. My senses have picked up something. Ja, have picked up something. Ich weiß. Warte. Ich baue dir dann nachher noch mal. Manu, endlich besuche du. Ja, Moment. Sie ist gerade beschäftigt. Ich passe auf Manu auf, dass hier niemand sich hier verirrt. So, wie setze ich die denn jetzt hin? Oh, das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Oh das Gott, der sitzt. Die Andrina. Fragen. Weil ich kann die ja nicht in die Hand nehmen. Dann keine Energie. Mit E, glaube ich, kannst du die einfach absetzen vor dir. E oder linke Maustaste, irgendwie so. Das muss grün sein, denn, wie dein Motorrad. Ja, genau. Da ist er. Hallo. Ja, moin. Hi, Mutti. Wann kommt, sonst ist der ganze Spaß vorbei. Sonst hab ich den ganzen Spaß hier. So steht er vor dem Lederstuhl. Wer war das denn? Ach, lieber nicht, wer das war. Aua, ich habe keine Energie mehr. Warte mal. Out of energy. Da habe ich auch eins dahin. Ja, sitzt und spricht. Klar. Wenn sprechen würde, wäre ja gut. Hier, hallo. Bitte keine Aggression gegen die Büsche. Was ist denn da los? Bäm. Guten Tag.
Schwester, Schwester, Ding, hier, hallo, nicht weglaufen. Nein, 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 nein. Wie wird auf Biber gemessen? Überhaupt? Da hinten ist so eine Spinne. Oh Gott, da kommen ja noch mehr. War hier vielleicht noch eine Schreierin? Wo kommen die denn her? Weil, warum sind das so viele? Oh, ich hatte ein Level up. Ich bin jetzt Level 40. Yay! Die rennt weg. Hallo, nicht weglaufen. Kuckuck. Die will nicht mit uns spielen. Hallo, Kuckuck. Kuckuck. Ach, wie schön. Ja. Du betröst sie mit Pfeil und Bogen. Toni. Oh je, arme Miri, ich drück die Daumen. Oh, Miri, ja. Oh, guck mal, Droni, darf ich draufhauen? Nein. Das ist mein armes Droni. Achso, ihr könnt die ja so unterscheiden, aber du kannst sie auch einfärben, Manu, wenn du magst. Ja. Droni, komm mal mit. Wollen wir nicht erstmal zum Händler? Ja, es wird dann zu spät. Komme. Nachher baue ich dir ein Köfferchen noch für deine Drohne. Ja. Dankeschön. Wieso steht hier ein Stuhl? Ja, das ist eine good question. Gell? Warum steht da ein Stuhl? Wir wissen es nicht. Wir können nur vermuten. Es war ein Möbelverkäufer. Ich fahr zum Händler, ne? Aber warte doch. Nee, ihr sucht doch wieder euer Schminkzeug. Aber Manu hat doch noch. Jetzt hat die auch schon so eine Drohne. Ich krieg Plack. Ja, Julia, das tut mir unendlich. Das ist natürlich. Manu! Ja, ist schön, dass mir das hier auf der Oberfläche anzeigt, aber ich möchte das schauen. Hallo. Was denn? Wir stehen hier draußen und warten auf dich. Ach so, Moment, ich muss ihn doch mal nehmen. Sekunde. Du kannst es doch nachher machen, Herrgott. Immer dieses Schminken von den Wimpern. Ich glaube, ich spinne. So, nur mal by the way, ich bin allergisch auf Wimperntusche. Ach, oh, Gott sei es gedankt. Was ist es denn bei dir? Ja? So. Fahren wir in die richtige Richtung? Ja, wir fahren jetzt zur Straße. Also das habe ich gebaut, nicht wundern, ne? Ja. Da habe ich nämlich Eisen geklöppelt. Arme Julia, was hast du nur gegen Drohnen? Oh. Da liegt kein Stroh. Lag da Stroh? Wo seid ihr? Aber ich muss erst mal auf dem Weg machen. Komm, finde ich euch da, ne? Ja, da wo du deine schönen Schneebäumchen gepflanzt hast. Ah. Geradeaus weiter. Dann sind wir bis auf der Straße. Kann man der Drohne einen Namen geben? Also ich kann sie nicht bezeichnen, aber ich nenne sie Droni. Ich weiß ja nicht, wie Manu ihre Drohne nennt. Oh, moin. Ich dann meine Drohne nennen, wenn das Baby geboren wird, gell? Ja. Oh, das wird ein Baby. Oh weia, Grit. Das wird schwer erziehbar. Aber hallo, Beringer. Was? So eine kleine Mini-Drohne. Eine Drohne aus meiner Drohne und ihrer Drohne wird schwer erziehbar. Da weißt du, dass du ganze Arbeit leisten musst. Das ist gar kein Problem. Da hole ich mal kurz die Keule raus. Und Keule? Natürlich. So. Weiß nicht. Nein, natürlich nicht. Ach, nee. Manu! Ja? Weißt du, ich fahr schon am Rand. Ich hab gar nichts, ich bin vor dir. Nein, du hast mich gerade erst überholt und hast gegen mich gedengelt. Gedengelt und so weiter. Also bei mir sieht das ganz anders aus, ne? Ja. Ja, ernsthaft. Wenn du fährst rechts, links. Wieder, also... Also ich fahre hier bitte ganz gechillt ja ganz durch die alleine. Botanik und jetzt werde ich hier irgendwie angedotzt von hinten, obwohl ich niemanden sehe. Oh Gott, hier ist aber, hier ist Ruckelkino vom Fall. Alter! Grit, du fährst unter der, also... Nee, ich fahre noch auf der, aber ihr seht mich nicht das mehr. Das ist Andrina, wo man nur... Nein, bitte, da ist Halbi, ihr könnt ja gleich mal gucken nach ihm. Ja, Manu macht das schon. Wir gucken. Oh, jetzt quatschen zwei Drohnen. Ich dreh durch. Du kannst sie auch lautlos stellen, dann quatschen die nicht. Nein, ich will ja, dass sie quatschen, aber jetzt quatschen zwei. Hallo? Wer macht denn hier den Schutz hoch? Oh, eine Pumpgun Level 3. Hurra! Ich hab ganz viel Schrotter, du kannst alles kaufen. Warte, Manu, ich schau schon.
Gekochtes Fleisch. Ich hab Durst. Komponent, Armbrust. Oh. Hast du deine jetzt rot gemacht, obwohl mein Motorrad rot ist? Ja. Ich gebe eine 4er AK, Andrea. Also eigentlich habe ich sie rosa gemacht. Eine 4er AK nehme ich. Wieso habt ihr diesmal so gute Sachen? Ich hau ihn nochmal. Willst du Geld haben? Nee. Komm, ich gebe dir Taler. Hier. Nee. Was hast du denn gefunden, Grit? Da. Da, guck hier. Nicht vor dir. Es gibt eine... jetzt finde ich gleich die Wörter nicht. Da schmeiß doch nicht das Geld raus. Da liegt rein, Boden auf dem Geld. Da liegt Geld auf dem Boden. Hör zu, es gibt eine 4er AK, gibt eine 3er Pumpgun und es gibt ein 3er taktisches Sturmgewehr. Oh! Ich liebe ich das taktische Sturmgewehr. Ja, kauf dir doch irgendwas da. Es gibt leider keine Armbrust. Aber wir können, bevor, das sind ja zwei Tage. Wir gucken jetzt erstmal bei dem anderen. Ich gebe jetzt kein Geld aus, Manu, weil ich liebe das taktische Sturmgewehr. Ja, aber wir können ja noch keine Mods bauen. Das ist halt das Problem. Da bleibe ich lieber bei meiner Schrotze erstmal. Ja, oder wir können ja auch noch mal zu dem anderen fahren. Genau. Aber die 4er AK? Oder du probierst dich mal am taktischen. Andrea. Weil du hast ja schon Halbautomatik-Mod und so. Ist das besser? Das Taktische ist besser, ja. Also für mich, ich liebe es. Also wenn jemand Ahnung hat im Chat, sagen, ob das Taktische besser ist als die AK. Aber ich persönlich mag das Taktische lieber als die AK. Ich verkaufe gerade unser ganzes Hab und Gut, das ist euch klar, ne? Ja, mach raus mit der Kohle. Raus damit. Ich kann jetzt auch gerade nicht in den Chat gucken. Wir haben Bogenschießen für Ranger Band 7, 6 Mal. Das ist doof, aber du brauchst einfach viel Geduld und viel Glück. Achso, jetzt nochmal wegen der... Bei welchem Tag bist du denn, Julia? Jetzt im Spiel? Tut mir leid, wenn ich gerade euch hier aufhalte, aber ich... Also ich weiß, ich hatte meine gefunden am Tag, glaub, entweder 62 oder 64. Ja, dann, ich sag dir es, ich prognostiziere es dir, du wirst sie kriegen. Beim nächsten Händlerreset. Ich sag's dir, bei mir war es auch 62 oder 64, da war gerade Händlerreset. Musst du mal schauen. Und glaub mir es, ich habe einen Freudentanz vom Computer gemacht, wie sonst was. Regentanz. Ja! Yay. Also bis jetzt konnte ich jedes Buch verkaufen, ne? Ja, ja. Wunderbärchen. Rück dir doch Dollar alle rüber, my friend. Ich bin schon bei 10.800. Also dann wird's mal, Julia, dann drücke ich dir die Däumchen. Und am besten alle Händler abklappern, die du aufgedeckt hast. Alle das ist abklappern. Heftig, wie viel Schotter das gibt. Die Bücher geben richtig Kohle, ne? Aber es lohnt sich wirklich erst zu verkaufen, wenn wir auch alle alles gelernt haben. Ja, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Auto mitgenommen. Das wäre schlecht. Hat er auch Farbe? So, wir haben 14.220 habe ich gekriegt. Das Buch war ganz unten. Oh, das wäre schlecht. Weil das hatte der nur einmal. Und ich hab's halt, ich muss es lernen. Also falls du es nicht verkauft hast und wir sind zu Hause, lerne ich's, ja? Weil dann kommt man nicht in die Gefahr, es wirklich Florin, zu Bella, Frau, Flo, ich wünsche dir eine gute Nacht. Sie geht. Birsen, sie geht schlafen. Nächtle. Oder was auch immer. Bett. Na dann, gute Nacht. So, ihr könnt jetzt, was ist jetzt hier? Soll ich jetzt rauskommen oder was? Wo raus? Wir ja, was wollt ihr denn? Anderen Händler. Oh, wobei bist du, Julia, die Händler abzuklappern wahrscheinlich, gell? Dann ja, baut also ihr den Tragschrauber. Erst wenn wir das Auto hatten, dann kommt der Tragschrauber. Immer eins erst nach dem anderen. Erst Auto, dann Tragschrauber. So, ich bin bei euch, ihr könnt losdüsen. So, jetzt hast du mich umgefahren. Nein, ich habe dich nicht berührt. Ja. Nein, das Berühren der Figuren ist mit den Pfoten ist verboten. Du hast mich umgefahren. Nein. Ja. Grit. Ich halte mich da raus. Boah, Grit. Ich halte mich da raus. Ich möchte nicht zwischen die Fronten geraten. Wo müssen wir denn lang? Du willst unser Baby kriegen. Aber wo müssen wir langfahren? Danke, danke. Hier lang. Würde ich sagen. Eine Sekunde verwirrt, weil da auch eine Straße abgeht. Ich weiß.